Und ich sage herzlich willkommen und hallo im Namen der DAF, der Deutschen Akademie für Fernsehen, an diesem Mittwochabend mal zur Abwechslung mit einer weiteren spannenden Veranstaltung. Durchblick im Versicherungsdschungel, Vorsorge für Film- und Fernsehschaffende mit Künstlersozialkasse und Pensionskasse Rundfunk. Wie immer die Fragen bitte ins F- und A-Feld stellen. Wir werden die heute blöckeweise beantworten. Erst fangen wir an mit der Künstlersozialkasse und dann mit der Pensionskasse Rundfunk. Und den Chat könnt ihr wie immer benutzen zum Hallo sagen. Das wird auch schon fleißig benutzt. Wunderbar. Wir gendern nicht, wir sprechen keine Sternchen. Gemeint sind immer alle Geschlechter, im Positiven wie im Negativen sind alle gemeint. Wir haben zum Einstieg wieder ein paar kurze Fragen, dieses Mal per Umfrage. Das probieren wir heute mal aus. Und ja, danach würde ich dann auch schon an Frau Evelina übergeben. Jetzt starten wir mal die Abfrage. Wir möchten natürlich wissen, wer ist bei der Künstlersozialkasse und wer ist bei der Pensionskasse Rundfunk? Gibt es, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es in unserer heutigen Runde? Ich gehe mal davon aus, dass das alle sehen jetzt, ne? So, bei der KSK haben wir 39%, 24 von 78 Zuschauern, bei der Pensionskasse Rundfunk 15, das sind 24%. Und Schauspieler und Schauspielerinnen begrüßen wir heute Abend, 38% der Zuschauer. Dankeschön. Dann bleibt mir nichts weiter als eine spannende und überaus informative Masterclass zu wünschen und dann übergebe ich an Anna Evelina. Bitteschön. Hallo zusammen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Filmschaffende. Es geht heute um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich um das Thema Altersvorsorge. Genau dieses Thema wird leider sehr stiefmütterlich behandelt. Warum ist das so? Naja, wir Filmschaffenden, wir sind mal selbstständig, wir sind mal unständig, wir sind mal festangestellt. Wir hetzen von Job zu Job oder beschäftigen uns damit, wie wir an den nächsten Job kommen. Und da liegt es ein bisschen fern, sich Gedanken dazu zu machen, was passiert eigentlich im Alter? Wie kann ich fürs Alter vorsorgen? Und gibt es eigentlich jemanden, der mir was fürs Alter dazu gibt? Deshalb sprechen wir eben heute über die KSK und über die Pensionskasse Rundfunk, denn das sind zwei Institutionen, die uns Filmschaffende unterstützen können. Was vielleicht interessant ist zu wissen, es gab eine Umfrage von der Langer Media und der Pensionskasse Rundfunk unter 2800 Filmschaffenden, wie gut die denn so vorbereitet sind fürs Alter. Ungefähr 15% haben gesagt, dass sie eigentlich ganz gut vorbereitet sind. Bei 52% der Befragten war die Antwort, naja, so mittelmäßig bis ausreichend. Und jeder Dritte hat gesagt, dass er eigentlich sehr schlecht aufgestellt ist, wenn es um die Altersvorsorge geht. Die Gründe dafür habe ich ja schon genannt. Wir hetzen von Job zu Job. Vielleicht sind wir auch nicht so gut informiert, weil das einfach nicht zustande kommt. Wir haben nicht die eine Kantine, in der wir sitzen und mit Kollegen sprechen, sondern wir sind an unterschiedlichen Sets, an Bühnen und dann fällt dieses Thema so ein bisschen ja, vom Tellerrand. Umso besser, dass wir heute zwei Expertinnen da haben, die uns was erzählen werden. Und zwar ist das als erstes Brigitte Schröder. Brigitte Schröder begleitet als Unternehmens- und Wirtschaftsberaterin Menschen auf Karrierewegen, also Selbstständige, Start-ups und auch Organisationen. Im Rahmen der Wirtschaftsberatung entwickelt sie und ihr Team für ihre Kunden Absicherungs- und Vorsorgekonzepte, vermittelt individuelle passende Produkte, egal ob jetzt Versicherungen, Kredite zur Bau- und Immobilienfinanzierung oder im Bereich der Kapitalanlage. Als Unternehmensberaterin begleitet sie aber auch Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, von der ersten Vision bis zum tragfähigen Businessplan. Sie ist aber auch als Coach unterwegs und als Speakerin steht sie auf kleineren und auch auf größeren Bühnen und wird uns heute Rede und Antwort stehen, wenn es um das Thema KSK geht. Unsere zweite Referentin heute ist Iris Gebing.
Iris war selbst auch Freelancerin, bevor sie 2014 zur Pensionskasse kam und dort die Abteilung Marketing und Kommunikation übernommen hat. Und für sie ist es wichtig, die Pensionskasse an uns Filmschaffende, jetzt fehlt mir das Wort, ja, ranzubringen, würde ich jetzt mal sagen, uns darüber zu informieren, dass es die Kasse gibt und was die Kasse für uns macht. Denn da kann man sich tatsächlich den ein oder anderen Euro vom Arbeitgeber für die Altersvorsorge abholen. Ich würde gerne beginnen mit dem Thema Künstlersozialkasse mit Brigitte Schröder und sage Bühne ab. Herzlichen Dank für deine einleitenden Worte. Ich teile direkt auch meinen Bildschirm, weil ich habe eine Präsentation mitgebracht, die das Thema veranschaulichen soll. Deswegen schalte ich direkt einmal die Präsentation frei. Ich hoffe, sie ist gut zu sehen. Dieses Bild hängt bei uns im Eingang im Büro und ich fand es sehr passend, wenn es um das Thema Vorsorge- und Absicherungsstrategien geht. Mich fasziniert dieses Bild auch nach wie vor jeden Tag. Es ist sehr vielschichtig. Wir haben im ersten Augenblick ist es wahrscheinlich auch einfach überwältigend. So ähnlich haben wir es auch in den Vorsorge- und Absicherungsstrategien bei den Kunden, die wir beraten. Aber wir versuchen, dieses Bild aufzumachen, auf die einzelnen Details hinzuweisen und die Zusammenhänge zu erklären. Jetzt haben wir heute etwa 30 Minuten Zeit, die Künstlersozialkasse zu behandeln. Deswegen bitte ich an der Stelle um Rücksicht, dass wir nicht in die kleinsten Details des Bildes einsteigen können, sondern dass mein Auftrag heute ist, das große ganze Bild einmal zu zeigen, was bedeutet Künstlersozialkasse, was sind die Voraussetzungen, welche Leistungen bekomme ich und natürlich auch die wichtige Frage, was kostet das Ganze. Also den Durchblick im Versicherungsdschungel KSK. Die KSK, und hier baut sich das Bild in den Grundzügen auf, ist eine Behörde. Die Künstlersozialkasse ist keine Krankenversicherung und sie ist an sich auch keine Rentenversicherung, sondern es ist eine Behörde, die entscheidet, ob man zum Kreis der versicherten Personen gehört, also ob man Künstlerin oder Journalistin ist und die die Gelder verteilt, die Gelder einzieht von weiteren Beteiligten. Also zwei Punkte. Es gehört man zum versicherbaren Personenkreis und verteilt die Gelder. Die Gelder gehen an die gesetzliche Rentenversicherung und an die gesetzliche Krankenversicherung. Das heißt, die Künstlersozialkasse agiert auf Basis des Künstlersozialversicherungsgesetzes und man wird pflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung und gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir normalerweise als Selbstständige ja die Wahlfreiheit haben. Dann habe ich gesagt, sie zieht Gelder ein, und zwar ist daran beteiligt der Bund mit einem eigenen Haushaltstitel und Verwerter und Vermarkter künstlerischer Leistungen. An der Stelle kommen eben die 50% einmal von der Künstlerin oder der Journalistin und 50% von den weiteren Beteiligten. Wenn ich jetzt gesagt habe, man wird pflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung, sagt der ein oder andere, halt, ich kenne aber jemanden, der in der privaten Krankenversicherung ist. Ja, als Berufsanfänger in den ersten 3 Jahren kann man sich auch entscheiden, in der privaten Krankenversicherung zu bleiben. Ob das immer Sinn macht, das ist im Einzelfall zu entscheiden. Dann auf der zweiten Seite, wie gesagt, haben wir es mit Bund, Verwertern und Vermarktern zu tun. Hier an der Stelle ist es nur wichtig, deswegen habe ich hier so einen kleinen Strich hier reingemalt. Mit dieser Seite haben die KünstlerInnen erstmal nichts zu tun. Außer man wird selbst zum Vermarkter und Verwerter, indem man künstlerische Leistungen einkauft. Das ist auch bekannt unter dem Begriff Künstlersozialabgabe, die dieses Jahr noch 4,2% bedeutet und nächstes Jahr 4,4% steigt. Was gibt es ansonsten noch, um das
System so aufzubauen, wie wir es zum Beispiel aus einer Anstellung her kennen oder ja, aus einer Anstellung her kennen. Da gibt es noch den Bereich der Arbeitslosenversicherung. Also man kann sich, wenn man sich gerade frisch selbstständig macht, auch entscheiden, freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einzubezahlen. Und ein großer Punkt, den ich nachher noch mal etwas ausführlicher behandeln werde, ist die Berufsgenossenschaft. Bisher im beruflichen Leben, aber auch schon als Studentin, war man immer in der Berufsgenossenschaft versichert. Als Selbstständige ist das man erstmal nicht. Man kann aber dort freiwilliges Mitglied werden. Das ist das System der Künstlersozialkasse. Nochmal zur Wiederholung. Die KSK ist eine Institution, die vom Gesetzgeber mit der Umsetzung beauftragt wurde, das Künstlersozialversicherungsgesetz. Also wenn es Fragen gibt, die zu klären sind, ist auch mein Blick immer erstmal der ins Gesetz, um zu gucken, was steht da. Die KSK löst eben diese Versicherungspflicht aus in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie sorgt dafür, dass selbstständige Künstlerinnen und Künstlern ja, einen ähnlichen gesetzlichen Sozialversicherungsschutz haben wie Arbeitnehmerinnen, die eben auch nur 50% in die Sozialversicherungsbeiträge selbst einzahlen. Dann ist die KSK, und wir wollen ja heute auch mit Mythen aufräumen, kein Leistungsträger und auch keine Versicherung. Also wenn ich Sätze höre wie die Leistungen der KSK sind ja wesentlich schlechter als in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann stimmt das so nicht, weil die gesetzliche Krankenversicherung wählt man selbst, egal welche das auch ist. Die KSK ist eher wie ein Verwaltungsorgan zu sehen, das eben Gelder einzieht und weiterverteilt und eben darüber entscheidet, ob man zum versicherbaren Personenkreis gehört. Alle interessieren wahrscheinlich die Voraussetzungen. Was muss ich an Voraussetzungen mitbringen, um in die KSK zu kommen? Die Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist zum einen eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit, die selbstständig ausgeführt wird und eben nicht für Angestellte gilt, die erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend ausgeführt wird. Erwerbsmäßig, das wer in der KSK schon ist, der kennt vielleicht die Untergrenze, was man jährlich verdienen muss. Unter der Grenze gilt der Beruf dann als Liebhaberei und gilt eben nicht als erwerbsmäßig. Auch wenn die Untergrenze innerhalb von 6 Jahren zweimal unterschritten werden darf, weil es natürlich auch immer wieder Jahre gibt, die vielleicht mal nicht so gut laufen. Es ist eine Versicherungspflicht oder die Versicherungspflicht wird ausgelöst, wenn man überwiegend im Inland tätig ist und dabei nicht mehr als einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerin beschäftigt wird. Ob jemand künstlerisch oder publizistisch tätig ist, das prüft die KSK anhand eines Fragebogens, anhand von Unterlagen, die man diesem Antrag oder diesem Fragebogen beilegen soll. Und Künstler ist im Sinne des KSK, wer im Bereich Musik, darstellende Kunst, bildende Kunst, Design oder im Bereich Wort tätig ist. Das kann in Form von schaffender, ausübender oder lehrender Tätigkeit sein. Ich weiß, an der Stelle gibt es die häufigsten Fragestellungen. Bin ich mit dem, was ich tue, erfülle ich die Voraussetzung, ist meine Arbeit künstlerischer oder publizistischer Natur? Und jetzt nochmal auf das Anfangsbild, mit dem ich gestartet bin, zu kommen. Das sind wirklich so individuelle Betrachtungsweisen, die man sich im Einzelfall anschauen muss, dass ich die heute nicht jeden Einzelfall erklären kann. Ja? Wir haben ein zweistufiges Prüfschema, mit dem jeder selber überprüfen kann, wann kommt denn die KSK für mich in Frage. Also A, arbeite ich selbstständig? Nein. Dann arbeite ich angestellt und meine Sozialversicherung läuft über den Arbeitgeber. Bei Ja und vor dem Hintergrund, ja, ich weiß, es gibt auch diese hybriden Formen, dass man teilweise angestellt ist, produktionsabhängig beschäftigt ist, tageweise und ständig beschäftigt ist oder auch mal switcht. Ja.
Aber ansonsten ist eine selbstständige Tätigkeit da. Wenn das bewahrt wurde, handelt es sich um eine künstlerische, journalistische Tätigkeit im Bereich oder im Sinne der Künstlersozialkasse. Wenn das nicht so ist, dann sind wir eben nicht im Bereich der KSK. Wenn das so ist, dass es eben eine künstlerische Tätigkeit ist, dann läuft die Sozialversicherung darüber. Wie gesagt, Mischformen oder hybride Formen sind dann nochmal ein Sonderthema. Die würden einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen heute. Und heute geht es eigentlich darum, das System einmal zu erklären. Was sind die Leistungen der KSK? Oder besser gesagt, was für Leistungen habe ich, wenn ich künstlersozialversicherungspflichtig bin und in der KSK bin, über die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung? Also die drei Bereiche, gesetzliche Rentenversicherung, Krankenversicherung, und es war in dem Bild nicht extra dargestellt, das ist die Pflegeversicherung, die schließt sich immer an die Krankenversicherung an. Das heißt, dort, wo man krankenversichert ist, ist man auch pflegeversichert. Dann die gesetzliche Rentenversicherung. Dort hat man natürlich die Rentenzahlung nach Erreichen der Altersregelgrenze. Dann ist dort mitversichert ein Begriff der Erwerbsunfähigkeit. Das ist, Achtung, keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil alle, die nach 1961 geboren sind, kennen diesen Begriff eben nicht mehr aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Es gibt eine Hinterbliebenenrente und noch mehr Reha-Maßnahmen. Das kennen wir auch über die gesetzliche Rentenversicherung. Dann in der gesetzlichen Krankenversicherung sind natürlich die Leistungen der jeweiligen Krankenversicherung, die man gewählt hat. Die sind auch im Großen und Ganzen von Versicherung zu Versicherung gleich, unterscheiden sich in kleineren Zusatzleistungen und vor allem teilweise auch im Preis. Dann mitversichert, und das ist ganz, ganz wichtig, ein Krankengeld ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Jetzt kennen wir das auch als Angestellte. Erst haben wir 6 Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber. Gut, die haben wir als Selbstständige nicht, außer wir sorgen selbst dafür vor. Aber wir kennen das auch, das Krankengeld ab dem 43. Tag. Bei Arbeitnehmern ist das ganz klar an dem Lohn bemessbar. Wenn man in der KSK ist, ist die Höhe des Krankengelds 70% des regelmäßig gemeldeten Arbeitseinkommens an die KSK. Dann die gesetzliche Pflegeversicherung mit den gesetzlichen Leistungen hat man mitversichert. Das sind im Wesentlichen die drei Arten. Jetzt geht es ja heute auch darum, wie baue ich meine Absicherungs- und Vorsorgestrategie auf? Das ist Strategie 1. Wenn ich anfange mit der Selbstständigkeit, dann schaue ich, dass ich hier meine Grundabsicherung über die Künstlersozialkasse gut gemanagt bekommen habe. Wie gesagt, die Berufsgenossenschaft kommt gleich noch als Punkt, aber dann habe ich wirklich die Absicherung, die auch ArbeitnehmerInnen haben. Dann gibt es eine Strategie 2. Die beginnt man, wenn man sich so langsam gesettelt hat. Ja, wenn die erste Aufregung des Selbstständigmachens, wenn die vorüber ist, wenn man so in sein Fahrwasser kommt und für sich nochmal herausgefunden hat, ist denn mein Einkommen, wie sind meine Einnahmen, wie gestaltet sich das, dann fängt die Strategie 2 an, weil in diesem System gibt es Lücken. Und diese Lücken sind zu schließen. Wie wir alle wissen, in der gesetzlichen Rentenversicherung haben wir zum einen die Lücke, dass die Rente aus der gesetzlichen eventuell nicht ausreicht. Und, wie ich gerade schon erwähnt habe, wir kennen den Begriff der Berufsunfähigkeit nicht mehr aus der Rentenversicherung. Das heißt, darüber sollte ich mich eben auch informieren, dass ich diese wichtigen Schutz der Berufsunfähigkeit separat absichere. Zu dem ersten Punkt der zusätzlichen Rente, wie man die sich nochmal erarbeiten kann, da wird ja dann gleich die Iris Gebing auch ein Modell über die Pensionskasse Rundfunk vorstellen. Eine zweite Lücke ist im gesetzlichen Krankenversicherungsbereich. Da sollte man gewisse Lücken selbst abschließen oder selbst schließen. Das ist einmal im stationären Bereich, also wenn es ins Krankenhaus geht, sowas wie Ein-Bett-, Zwei-Bett-Zimmer,
und Chefarztbehandlung. Da geht es dann nicht darum, dass sie wie Prinzessinnen auf der Erbse liegen, sondern da geht es eher darum, dass sie als Selbstständige weiterarbeiten können, sofern es die Krankheit zulässt. Das können sie in einem Mehrbettzimmer nicht. Außerdem ist erfahrungsgemäß die Verweildauer wesentlich kürzer. Und das ist ja für sie sehr wichtig. Dann im Bereich der Zähne gibt es große Lücken im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, was man selbst frühzeitig absichern sollte. Und wenn man affin ist, der ambulante Bereich, das ist so im Bereich der Heilpraktiker. Aber wenn ich hier eine Priorisierung reinstellen sollte, würde ich sagen, stationär und Zähne ist das, was das Wichtige ist. Bei Zähnen, wenn Ihnen ein Zahn fehlt oder durch einen Unfall, das muss ja nicht immer nur sein, dass die Zähne schlecht sind, das können Sie ja nicht so lassen, gerade in Ihrem Job. Ja, also da es wirkt auch auf die ganz körperliche Gesundheit, wenn Zähne krank sind oder wenn es da nicht stimmt. Deswegen ist das unsere Priorisierung an der Stelle. Also Strategie 1, ich versuche dieses KSK, in die KSK zu kommen, wenn ich eben versicherungsfähig bin in dem Bereich. Und dann mache ich meine Strategie 2, wenn ich gesettelt bin. Ich schaue gerade einmal zu den Antworten, die ich nachher natürlich auch noch beantworten werde, aber ob es gerade dazu passt, dann würde ich sie gerade eben noch reinnehmen. Das Thema Ausland würde ich wirklich an die Stelle packen. Das ist ein sehr individuelles Thema. Aber vielleicht kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Ich würde an der Stelle gerne einen kleinen Exkurs machen und wirklich nur ganz kurz das Thema Berufsgenossenschaft. Die Berufsgenossenschaft ist einer der ältesten Versicherungszweige, die wir in Deutschland kennen. Das ist die gesetzliche Unfallversicherung und die sichert Arbeits- und Wegeunfälle ab. Also als Studentin war man immer schon in der Berufsgenossenschaft. Wenn man angestellt ist, ist man in der Berufsgenossenschaft. Da muss man als Angestellter auch nichts separat zahlen. Das führt der Arbeitgeber die Beiträge ab. Aber dieser wichtige Schutz können Sie als Selbstständige auch genießen, und zwar indem Sie freiwilliges Mitglied werden. Das ist keine Pflichtmitgliedschaft, zumindest für die meisten Berufe nicht, sondern da können Sie freiwilliges Mitglied werden. Die kennt drei Leistungsarten: medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation, Geldleistung und Expertenrat. Medizinisch heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Wegeunfall haben, mit dem Fahrrad draußen unterwegs sind, gerade in der Stadt, passiert es doch häufiger mal, dass man da über den Lenker geht. Dann wird der Krankenwagen gerufen und Sie heben die Hand und sagen, das ist ein Wegeunfall. Dann kommen Sie in ein ganz anderes Krankenabsicherungssystem rein. Es gibt eigene Krankenhäuser in dem Bereich. Und das ganz Wichtige ist, die Reha-Maßnahmen anschließen, wenn Sie über Ihre Krankenkasse vielleicht mal 5, 6 Behandlungen im Bereich der Reha bekommen, der Krankengymnastik, dann wird nur darauf geschaut, dass das wieder gesund ist, ob Sie damit noch arbeiten können, ob Sie wieder Ihren Beruf ausüben können. Dafür würde die Berufsgenossenschaft zahlen. Das heißt, wir haben die medizinische Rehabilitation auch im beruflichen Bereich und die soziale Rehabilitation. Ein ganz wichtiger Schutz, und das legen wir jedem ans Herz, der sich sich um das Thema Absicherung und Vorsorge kümmern möchte, das im ersten Schritt auch zu tun. Es gilt für Unfälle, da gibt es so einen kleinen Merksatz, der nennt sich Pauke, plötzlich von außen unvermittelt auf den Körper einwirkendes Ereignis. Es gibt drei Arten. Wir haben die Präsentation ja auch ins Netz gestellt über die Akademie. Das heißt, das können Sie sich nachlesen, welche Berufsgenossenschaft für Sie eventuell in Frage käme. Die Beiträge ist wichtig zu wissen, dass die im Umlageverfahren ermittelt werden. Also die Berufsgenossenschaft hat kein Gewinnstreben, ja, sondern es ist ein Umlageverfahren. Das soll es auch schon gewesen sein als kurzer Exkurs. Wir hatten bisher, was ist die Künstlersozialkasse? Welche Voraussetzungen gibt es, Mitglied zu werden? Welche Leistungen sind versichert? Und wir hatten das Thema Vorsorgestrategie angesprochen. Jetzt interessiert Sie wahrscheinlich am häufigsten, was kostet mich das Ganze denn? Ja. Das machen wir jetzt.
Die Beiträge der KSK sind an den Prozentgrößen der jeweiligen Versicherungsträger gekoppelt. Also in der gesetzlichen Rentenversicherung kennen wir den Beitragssatz von 18,6%, in der gesetzlichen Krankenversicherung von 14,6%, plus es gibt noch so einen individuellen Zusatzbeitrag, der jeder nach Krankenkasse unterschiedlich ist. Ich habe hier jetzt mal zum Rechnen 1% genommen, das ist am einfachsten. Und in der gesetzlichen Pflegeversicherung 3,3%. Wenn man Eltern ist, und da kommt es nicht darauf an, wie viele Kinder, sondern es kommt darauf an, ob man ein Kind hat, dann reduziert sich die Pflege auf 3,05%. Wie ich Ihnen gezeigt habe, zahlen Sie, wenn Sie in der KSK sind, ja nur die Hälfte davon. Das heißt, Ihr Anteil wäre 9,3, 7,3 plus die Hälfte des Zusatzbeitrages plus die gesetzliche Pflege von 1,775% beziehungsweise 1,525%. Auch wieder sehr viele Zahlen, die vielleicht nicht ganz so anschaulich sind, aber wir wollen es anschaulich machen. Und deswegen nutze ich einfach mal ein Beispiel. Die Beiträge, die man zur KSK zahlt, hängen vom Gewinn ab, von den Einnahmen. Und das berechnet sich Umsatz minus Kosten. Das ist ein wichtiger Begriff an der Stelle und wichtig zu wissen, damit man das nicht verwechselt. Also Sie müssen nicht Ihren Umsatz angeben, sondern Ihren Gewinn. Wenn Sie 16.000 haben, haben Sie 4.000 Kosten vielleicht. Das sind 12.000 Euro pro Jahr, sind im Monat 1.000 Euro. Das ist wieder so eine Zahl, lässt sich gut rechnen, deswegen habe ich hier die 1.000 Euro genommen. So, was macht das jetzt mit den Beiträgen aus? In der gesetzlichen Rentenversicherung zahlen Sie 9,3%. Ohne KSK müssen Sie selber für Ihr Alter vorsorgen, wenn Sie nicht sowieso pflichtversichert sind. Mit KSK zahlen Sie also 93 Euro. In der gesetzlichen Krankenversicherung inklusive des Zusatzbeitrags zahlen Sie 78 Euro. 7,8%, 78 Euro. Und in der gesetzlichen Pflegeversicherung, ich habe jetzt hier ohne Kinder mal genommen, 17,75 Euro. Genau den gleichen anderen Anteil, also ebenfalls 93,78 Euro und 17,75, kommen eben vom Bund und von den Verwertern und Vermarktern. Das gibt in Summe einen Beitrag von 188,75 Euro pro Monat. Wenn Sie ohne KSK sich selbst versichern möchten, dann gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Mindestbeitrag. Und der bedeutet pro Monat 165,62 Euro, in der Pflegeversicherung 35,03 Euro, sodass Sie auf 265 Euro kommen. Also 265 Euro ohne KSK, 188,75 Euro mit KSK. Und Sie zahlen noch zusätzlich in Ihre Rente ein. Jetzt mal ein anderes Beispiel. Man sagen kann, ja gut, das liegt ja an diesem Mindestbeitrag vielleicht. Ich nehme mal 2.000 Euro pro Monat. Bei 2.000 Euro pro Monat Gewinn, wie wir gelernt haben, das kann zum Beispiel ein Umsatz von 32.000 sein, an Kosten von 8.000 haben wir folgende Beiträge mit KSK 186 Euro, in der gesetzlichen Krankenversicherung 156 Euro. Wir kommen hier also auf eine Summe von 377,50 Euro. Ohne die KSK wären Sie auch in dieser Preislage, aber wieder keine Rentenversicherung. Es gibt so einen Daumenwert, dass man sagt, pro gemeldetem Tausender bei der KSK zahlt man oder bekommt man 90 Cent in der Rente pro Monat mehr. Ich habe das mal ausgerechnet, für einen jetzt 30-Jährigen ergibt sich bis zum Rentenalter eine Altersrente von 800 Euro. Mit quasi 0 Euro Mehrbeitrag im Vergleich ohne KSK. Ja. Machen wir das Ganze noch eine Runde höher. Sie verdienen 4.000 Euro pro Monat Einnahmen. Dann sind wir hier immer noch günstiger, dieses Mal 1 Euro, als ohne KSK. Sie bauen sich aber eine Altersrente von 1.600 Euro auf.
wie gesagt, unter der Maßgabe, jetzt 30-Jährige und bis 67 jeden Monat durchschnittlich 4.000 Euro. Ich würde sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich auch, die Mühe zu machen, sich mit dem Thema Künstlersozialkasse auseinanderzusetzen, weil es wirklich sehr viel bringt für Sie. Ich würde kurz einmal einhaken, weil Sie ja so schöne Rechenbeispiele gezeigt haben, was man so angeben kann, was man denn verdient, also wie groß der Gewinn ist. Wie stellt man denn so eine Schätzung an? Also als Selbstständiger, gerade als Berufsanfänger, gibt es da auch was ich mindestens verdienen muss oder wie läuft das ab? Ja, also im ersten Jahr nimmt man eine Schätzung vor. Beziehungsweise die Schätzung erfolgt jedes Jahr im November. Da fragt die KSK ab, was werden Sie dann im nächsten Jahr verdienen. Wenn man jetzt noch nicht die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit hat, muss man einfach mal eine Schätzung abgeben, womit man rechnet. Wenn man schon Erfahrungswerte hat, kann man den Steuerbescheid aus dem letzten Jahr nehmen und dann nochmal gucken, okay, wie viel mehr Projekte weiß ich jetzt schon, dass ich die habe? Oder weiß ich, dass ich einfach noch eine Weiterbildung zwischendurch mache oder mir selbst nochmal was erarbeiten möchte, dass ich weniger verdiene? Viele haben Angst davor, da irgendwie sich auf eine Zahl festzulegen. Die braucht man gar nicht haben, weil man kann unterjährig der KSK eine andere Zahl melden. Das heißt, ich empfehle jedem, auch der permanent jetzt schon in der KSK ist, sich nochmal so vor den Sommerferien Erinnerungen in den Kalender zu machen und dann nochmal das Jahr abzuschätzen. Also werde ich voraussichtlich dort landen, wie ich das am letzten Jahr geschätzt habe, oder gehen meine Einnahmen höher oder werden die wahrscheinlich niedriger sein? Das ist ein einfacher Bogen, den man der KSK zuschickt und sagt, ich möchte gerne meine Schätzung nochmal ändern für dieses Jahr. Dann sinkt oder steigt der Beitrag ab dem übernächsten Monat. Rückwirkend muss man aber nicht mehr bezahlen oder bekommt Geld raus. Ja. Mindestens ist so, dass es wirklich an diesem erwerbsmäßig Begriff liegt, sodass man eben die 450 Euro so als Daumenwert nehmen kann pro Monat, beziehungsweise es wird ja immer aufs Jahr gesehen. Ja. Soweit? Ja, ich denke ja. Gut. Ich habe Ihnen hier auch nochmal eine Liste zusammengestellt, was Sie für den Fragebogen schon mal zusammensammeln können, weil zum Beispiel die eigene Sozialversicherungsnummer hat man vielleicht nicht direkt zur Hand. Auch die Steueridentifikationsnummer kennt man vielleicht nicht auswendig. Man braucht so eine Bescheinigung seiner Krankenkasse, dass man Mitglied ist oder eben, dass man Mitglied werden möchte. Ja, Kopie vom Personalausweis, die Nachweise über die künstlerische Tätigkeit. Das sind auch häufige Fragen, wie viel soll ich denn da mitschicken? Meine Empfehlung an der Stelle ist immer, so viel wie nötig, um sich ein Bild zu machen von Ihrer Arbeit und so wenig wie möglich. Ja, weil das muss ja auch alles bearbeitet und beurteilt werden. Bei den Rechnungen ist es so, auch da kann man sagen, 2 bis 3 Rechnungen reichen wahrscheinlich aus, wenn man erkennt, dass es erwerbsmäßig eben auch ist. Also wenn es nur 20 € Rechnungen sind, dann würde ich ein bisschen mehr mitschicken, damit man sieht, dass sie im Monat auch auf eine gewisse Summe kommen. Und dazu die Kontoauszüge. Das vergessen dann ganz viele. Der Kontoauszug muss auch ein echter Kontoauszug sein. Man kann ja die anderen Punkte, die einen Kontoauszug ausweist, auch schwärzen, damit die KSK nicht ganz weiß, wofür man das Geld ausgibt, beziehungsweise wie der Kontostand ist. Ich habe einmal nützliche Infoschriften noch zusammengetragen. Da geht es dann um die Fragen KSK trotz Nebenjob. Und Nebenjob ist da auch gemeint, was ist, wenn ich teilweise angestellt bin und teilweise selbstständig arbeite. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Infoschrift, die mit Beispielen unterlegt ist und sehr gut verständlich ist. Dann solche Spezialthemen wie sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Gesellschaftern einer GmbH. Und auch als Anregung, wenn man sich näher informieren möchte,
was bedeutet selbstständig oder nicht? Wann bin ich selbstständig? Wann bin ich unständig auf Dauer oder geringfügig beschäftigt? Das WDR-Dschungelbuch gibt dort sehr gute Informationen, die im Moment frei verfüglich sind auf der Webseite. Ansonsten können Sie mich einfach gerne ansprechen. Wir handhaben das so. Am besten schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage. Wenn es eine einfach zu beantwortende Frage ist, die ich eigentlich jeden Tag so beantworte, ist das für Sie komplett kostenfrei. Wenn es wirklich in die Beratung geht, dass Sie eine konkrete Frage zu Ihrer Person beantwortet haben möchten, dann unterhalten wir uns über ein Honorar. Wir sagen immer vorher, wenn wir was wollen. Das heißt, dann können Sie nämlich frei entscheiden, ob Sie die Leistung in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Hinterher fänden wir es unfair. Deswegen richten Sie einfach mal Ihre Frage an mich, wenn Sie das möchten. Und ich freue mich drauf. Vielen herzlichen Dank für die Präsentation. Ich würde jetzt direkt mal in eine Fragerunde einsteigen. Da ist auch Frau Albers wieder, hallo. Zum Thema KSK und würde gleich Sie fragen, Frau Schröder, der große Vorteil der KSK ist doch für die freischaffenden Künstler auch das, dass man durchversichert ist tatsächlich, dass man keine Versicherungszeiten verliert, wie quasi in einer Festanstellung, auch wenn man nicht permanent jeden Tag zu tun hat. Genau, das ist der große Vorteil. Auch wenn es eben sein kann, dass man mal tageweise angestellt arbeitet, das läuft im Hintergrund. Also dazu muss man wissen, in der Krankenversicherung kennen wir keine Doppelversicherung. Es gibt immer nur einen Weg, aus dem man krankenversichert ist, entweder aus der Anstellung oder aus der selbstständigen Tätigkeit. In der Rentenversicherung kennen wir die Doppelversicherung. Da führt man eben die Beiträge aus der Rentenversicherung der Anstellung ab und aus den KSK-Einnahmen. Ja. Genau, und weil Sie es gerade erwähnt haben, es gibt natürlich ja auch mehrfach Beschäftigung bei Filmschaffenden. Das funktioniert aber dann im Hintergrund. Man muss nicht permanent ab- und abmelden, sondern die Kassen informieren, also die Krankenkasse oder der Arbeitgeber informiert dann quasi die KSK, dass an diesem Tag gedreht worden ist und man muss nicht selbst handeln. Genau. Es empfiehlt sich, auch eine Meldung zu machen, weil die Arbeit im Hintergrund kann einfach auch nochmal eine Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn man selber nicht mehr ganz so gut nachverfolgen kann, wann war das denn wie genau, dann wird es manchmal schwierig, das aufzuarbeiten oder zu kontrollieren, ob alles auch richtig gelaufen ist. Deswegen eine kleine Meldung zu machen, schadet an der Stelle, finde ich nicht. Mhm. Wichtig ist bei allem, was Sie tun mit Behörden, auch wenn Sie so einen Fragebogen einreichen, scannen Sie sich das Ganze einmal ein, legen Sie es ab, dann wissen Sie immer, wann Sie wem was gesagt haben. Richtig. Und wenn wir gleich mal bei den Berufsanfängern bleiben, da ist nämlich eine Frage auch hier aufgetaucht. Man muss ja Rechnungen nachweisen, um in die KSK zu kommen. Kann man ja auch erst, wenn man wirklich was zu tun hat. Das heißt, was macht man in der Zeit davor oder wann ist der richtige Zeitpunkt, sich dann bei der KSK zu melden? Also wenn man mit dem Gedanken spielt, eben sich selbstständig zu machen und wenn der Tag X gekommen ist, gibt es auf der Webseite der Künstlersozialkasse einen Button, Meldung zur Dokumentation der Anmeldung. Dann früher konnte man sich, also war das wirklich so ein Stempel, den man auf das Papier bekommen hat. Mittlerweile ist das eine digitale Meldung. Und ab dem Zeitpunkt hat man 2 Monate Zeit, die Unterlagen beizubringen und einzureichen. So. Dann kann es natürlich sein, wenn man bis dahin immer noch keine Rechnung hat, dass man am besten in Kommunikation mit der Künstlersozialkasse geht. Das ist häufig auch meine Empfehlung. Sprechen Sie mit den Leuten. Da sitzen Menschen, die ihr berufliches Feld sehr, sehr gut kennen, ja, die da wirklich auch Experten sind, und sprechen Sie mit denen. Erklären Sie ihnen die Situation, warum Sie derzeit noch keine Rechnung einreichen können oder wann die erste Rechnung zu erwarten ist. Mhm. Ja. Okay. Dann, Frau Albers, ich weiß nicht, soll ich weiter durch die Fragen oder möchten Sie sich einschalten?
Ich schalte mich auch mal gern ein. Wie ist denn das? Die Frage ist hier im Chat aufgetaucht. Wenn man denn mal unter dem Mindestgehalt liegt, über welchen Zeitraum ist das möglich und wie verhält sich das? Das ist erstmal immer eine Jahresbetrachtung. So. Und wie ich sagte, innerhalb von 6 Jahren darf man auch 2-mal drunter sein, weil es eben immer mal Jahre gibt, wo man viel mehr Recherche macht. Ja? Auch das ist ganz normal und Usus. Dann sehe ich hier, ist man in diesen 2 Monaten schon versichert. Also ab dem Zeitpunkt, wo Sie diese digitale Meldung gemacht haben, können Sie rückwirkend in die KSK, vorher nicht. Auch da muss man wissen, man zahlt ja so lange noch seine eigene Krankenversicherungsbeiträge weiter. Die bekommt man dann wieder bis zu diesem Datum rückwirkend, wo man eben dieses Knöpfchen gedrückt hat und die Meldung gemacht hat. Muss dann aber die Beiträge an die KSK auch wieder abführen. Das kann schon mal zum Liquiditätsproblem bekommen, weil man schon an die KSK zahlen muss, von seiner Krankenkasse aber noch nicht das Geld erstattet bekommen hat. Ja, aber es ist kein Substanzverlust. Also an der Stelle kriegen Sie das Geld auch wieder. Wenn es jetzt um Mythen geht, haben Sie ja vorhin auch angesprochen, heißt es ja auch immer, oh nein, jetzt drehst du fest über 2 Monate oder spielst am Theater, jetzt fliegst du aus der KSK. Mhm, ja. Was hat es damit auf sich? Also wenn man in die Anstellung geht, wird eben auch nochmal geschaut, ist das eine künstlerische Anstellung oder ist das nicht künstlerisch? So. Das hat die Auswirkungen dann auf die jeweilige Situation. Wenn man die Angst hat, aus der KSK zu fliegen oder auch mal ein Jahr aus der KSK geht, weil man zum Beispiel nicht künstlerisch tätig ist, man kann ja auch immer wieder den Antrag stellen, dann wieder reinzugehen. Also das heißt nicht einmal draußen, immer draußen, sondern wenn sich die berufliche Situation wieder so verändert, dass man wieder selbstständig ist, meldet man das der KSK. Und dann funktioniert das im meisten Falle auch reibungslos. Mhm. Nochmal zurück zu den Berufsanfängern, weil hier 2 Fragen ein bisschen in die Richtung gehen. Wie ist das denn, wenn man studiert? Dort müssen wir wieder an dieses Prüfschema auch gucken oder beziehungsweise das Thema Krankenversicherung kann man ja nur über einen Weg. Also man muss hauptberuflich selbstständig sein. Und in dem Falle würde ich sagen, ist er hauptberuflich Student. So. Und da hat es dann eben die Folgen, dass man sagt, wann wäre er nicht mehr hauptberuflich Student? Da gibt es ja die jeweiligen Grenzen im Studium. Also während der Semesterferien ist man ja frei in der Arbeit und im Semester darf man bis zu 20 Stunden arbeiten. Es ist häufig so, dass es wirklich mit Nachteilen verbunden wäre, die größer sind, aus der Pflichtversicherung des Studenten rauszufallen, als die Vorteile, wenn man in die KSK geht. Okay, vielen Dank. Dann hätte ich hier noch eine Frage. Wie ist das denn, wenn man jetzt im Ausland eine lange Zeit gelebt hat und deshalb nicht mehr die nötigen Rentenjahre nicht mehr auf die nötigen Rentenjahre kommt, um eine reguläre Rente zu beziehen. Bis zu welchem Eintritt lohnt sich eine Mitgliedschaft in der KSK? Das heißt, bin ich irgendwann zu alt, um einzutreten, dann lohnt sich es nicht mehr, oder? Also Voraussetzungen, um eine Rente zu beziehen, sind ja die 5 Pflichtmitgliedsjahre. So. Da müsste man jetzt wirklich individuell drauf schauen, wie lange war jemand im Ausland, hat er überhaupt schon in das gesetzliche System einbezahlt. Ansonsten, ja, das ist wirklich sehr speziell. Gerne mich anschreiben, dann klären wir die Frage im Nachgang. Gibt es sonst noch Fragen zum Thema KSK? Ich glaube nicht. Ich gebe mal die Frage so ein hier mit den Auslandsjahren und dann könnt ihr voranschreiten. Okay, dann Frau Schröder, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort standen. Und ich würde direkt weitermachen mit Iris Gebing und der Pensionskasse Rundfunk und der Präsentation. Klasse. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für
Einladung und Übergabe und Einführung. Ich mache es genau wie die Brigitte. Ich habe eine Präsentation mitgebracht und teile die jetzt mit Ihnen. Ich versuche es zumindest, weil tatsächlich haben wir ein kleines technisches Problem. Fragen Sie mich nicht, warum. Meine Präsentation ist weg, aber ich probiere es. Ich gehe nochmal kurz auf Stoppen, weil das hat uns vorhin auch geholfen. Sorry. So. Sehen Sie was? Wahrscheinlich noch nicht. Ja, ah doch, okay. Aber da war ich ja zu schnell. Hatten Sie? Ja. Jetzt sehen wir es. Super, sehr schön. Ja, danke für die Geduld, die Tücken der Technik. Aber ich glaube ja, in Zeiten von Corona sind wir es mittlerweile schon gewohnt, in Schaufenster, in Wohnzimmer und sonst was wie Schaufenster zu schauen. So, ja, ich starte einfach direkt mal durch. Ich habe ja gerade schon gesehen, einige von uns, einige von Ihnen kennen uns schon, die Pensionskasse Rundfunk. Für andere betreten wir jetzt Neuland. Die Brigitte hat halt wirklich eine 1A-Einführung auch für mich gemacht. Sie hatte es selbst schon erwähnt. Die KSK bewegt sich in der ersten Säule, nämlich in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wir springen jetzt eine Säule oder eine Schicht weiter, nämlich in die betriebliche Altersvorsorge. Und die dritte Säule, die heute nicht beleuchtet wird, nur der Vollständigkeit halber, ist die private Vorsorge. Dahinter verbirgt sich dann Aktien, die eigene Wohnung und. Also zurück in die Mitte, die betriebliche Altersvorsorge, mit der beschäftigen wir uns heute. Und ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, warum es denn eigentlich betrieblich heißt. Weil Sie fragen sich, als freie Filmschaffende, ich bin noch nicht in einem Betrieb unterwegs. Das liegt einfach, das Wording daran, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin mit im Boot ist. Hier jetzt erst noch mal ein kleines Wimmelbild, um Sie alle wieder wach zu machen. Ich will eigentlich den Fokus auf zwei Punkte lenken. Ich hatte gerade das Stichwort Arbeitgeber oder Arbeitgeberin schon genannt. Wichtig ist beim Thema Pensionskasse Rundfunk, dass Sie als Filmschaffender bei uns Mitglied sein müssen, um von den Leistungen zu profitieren, und Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin aber auch. Und zu diesem Kreis der ArbeitgeberInnen, die sich an dem Modell beteiligen, gehören einmal alle 12 öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland und mittlerweile über 400 Produktionsunternehmen, die eben auch für Sie dort Beiträge einzahlen würden. Und im nächsten Schritt würde ich Ihnen gerne einmal zeigen, wie das Modell Pensionskasse Rundfunk denn eigentlich funktioniert. Weil, wie gesagt, die Beiträge, die an die Pensionskasse Rundfunk gezahlt werden, die auf Ihr Versichertenkonto bei uns fließen, kommen von zwei Seiten. Es sind zum einen Ihre Beiträge als freier Mitarbeiter, als freie Mitarbeiterin, als Filmschaffende. Und es sind auch Beiträge dann vom Arbeitgeber oder vom Auftraggeber, je nachdem, in welchem Beschäftigungsverhältnis Sie sind. Und genau davon, sprich vom Beschäftigungsverhältnis, hängt auch die Höhe Ihrer Beiträge ab. Wenn Sie nämlich selbstständig sind, also sprich Rechnungen schreiben an Ihren Auftraggeber, dann zahlen Sie und Ihr Auftraggeber jeweils 7% Ihres Honorars an die Pensionskasse Rundfunk. Wenn Sie befristet angestellt sind, auf Produktionsdauer arbeiten, dann zahlt Ihr Auftraggeber nur noch 4% Ihres Honorars an die Pensionskasse Rundfunk, weil er ja schon, Brigitte hat das geschildert, an die gesetzliche Rentenversicherung Beiträge zahlt. Sie haben die Wahl zwischen 4% oder 7% Beiträgen. Da müssen Sie sich auch gar nicht ein für alle Mal festlegen, sondern das können Sie quasi von Projekt zu Projekt neu definieren. Sie kennen wahrscheinlich diese
Stammdatenblätter, die man dann auch anfangs ausfüllt, wenn man neuen Job, neues Projekt anfängt. Und da trägt man dann nicht nur die Mitgliedsnummer bei der Pensionskasse Rundfunk ein, sodass der Arbeitgeber, der Auftraggeber, die Auftraggeberin und so weiter wissen, dass sie Mitglied sind, sondern eben auch, wie viel sie eigentlich einzahlen wollen. Und Sie werden gleich sehen, da ist ein kleiner Text unten schon in Klammern, dass dieses Modell auch atmet. Also nach oben und nach unten, sprich Sie können die Beiträge auch erhöhen oder auch absenken. Grundsätzlich ist es eben so, dass die Beiträge, das einfach nochmal, um sich das zu merken, abhängig sind vom Honorar, also sprich 4 oder 7%, dass Sie einen Zuschuss von Ihrem Auftraggeber bekommen und dass Sie auch nur dann zahlen, wenn Sie Honorar verdienen. Also anders als bei einer privaten Rentenversicherung, die man ja auch abschließen kann, wo man dann monatlich ein Fixum zu bedienen hat, werden bei uns nur dann Beiträge fällig, wenn auch Honorar verdient wird. Hier nochmal das Modell PKR im Überblick. Sie sehen auf der linken Seite, über welche Beiträge sich Ihr Rentenkonto, Ihr Versichertenkonto bei uns füllt. Das sind Ihre Beiträge, das sind die Beiträge Ihrer Auftraggeber und Auftraggeberinnen oder Arbeitgeber. Das ist eine Überschussbeteiligung, also wir legen Ihr Geld ja auch an und gerade erwirtschaften wir Überschüsse von circa 2% im Jahr, die dann quasi noch on top kommen. Und Sie haben eben auch die Möglichkeit, zusätzliche Einzahlungen zu tätigen. Das war auch im Vorfeld eine Frage, die gestellt wurde. Also wenn Sie beispielsweise sehen am Ende des Jahres, dass noch ein bisschen was übrig geblieben ist, Sie hatten gute Aufträge, Sie haben vielleicht von Ihrer Omi was zugesteckt bekommen, wie auch immer, Sie wollen einfach Ihre Altersversorgung ein bisschen aufstocken, dann können Sie das tun. Da empfehle ich immer, dass Sie die Kollegen in der Mitgliederbetreuung mal kurz anrufen, weil die werfen dann einen Blick auf Ihr Versichertenkonto, können dann eben sehen, wie viel Geld haben Sie schon eingezahlt, wie viel haben Ihre Auftraggeber eingezahlt und dann können Sie gemeinsam besprechen, in welcher Höhe können Sie Zuzahlungen tätigen, weil diese beiden Beiträge Arbeitgeber ihrer eigenen in einem bestimmten Verhältnis stehen müssen. Und zum Zweiten können Ihnen die Kollegen und Kolleginnen dann auch direkt ausrechnen, um wie viele Prozentpunkte sich Ihre Rente oder konkret um wie viel Euro sich Ihre Rente durch diese zusätzliche Einzahlung erhöhen würde. Das macht also in jedem Fall auch Sinn. Und auf der rechten Seite sehen Sie halt, was am Ende eigentlich dabei rauskommt. Und da haben Sie eben zwei Möglichkeiten. Sie können sich einmal für eine einmalige Kapitalauszahlung entscheiden. Das heißt, zwischen dem 62. und dem 70. Lebensjahr können Sie sich die komplette Summe, die Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber, mit Ihrer Auftraggeberin angespart haben, auszahlen lassen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, alternativ sich für eine lebenslange Rente zu entscheiden. Und lebenslang heißt lebenslang. Das heißt, auch wenn Sie 102 Jahre alt werden, kriegen Sie weiterhin brav Ihre Rente von uns. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer gerne zu bedenken gebe. Ich weiß, das ist super abstrakt. Sie sind wahrscheinlich im Schnitt 32 Jahre alt, die uns gerade zuhören, denken sich so, oh, was will die eigentlich von mir? Aber tatsächlich werden wir mindestens 7 Jahre älter als die vorangegangene Generation. Und ja, da macht es tatsächlich schon auch Sinn, sich zu überlegen, kann man, wie unser Versicherungsmathematiker immer so schön sagt, auch das Altersrisiko absichern, sprich das Langlebigkeitsrisiko absichern. Wenn man nämlich 102 wird, ist natürlich eine lebenslange Rente von Vorteil. Sie haben es gerade schon gesehen auf dem Chart zuvor. Die Pensionskasse Rundfunk bietet Ihnen eben nicht nur eine Altersversorgung, von der Sie natürlich dann profitieren, wenn Sie aufhören zu arbeiten, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Hinterbliebenen mit abzusichern. Sicherlich gerade für Eltern für Sie relevant, weil das ist eine Leistung, die man nicht in Anspruch nehmen muss oder nicht mitversichern muss. Aber es ist eben möglich, dass wenn Sie selber, und das will ich natürlich nicht hoffen, aber wenn Sie selber nicht mehr in den Genuss
ihre Altersvorsorge bekommen, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man seinen oder den Ehepartner, den Lebenspartner, die Lebensgefährtin begünstigt. Wichtig auch in diesem Zusammenhang, das funktioniert in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und auch ohne Trauschein oder eingetragene Lebenspartnerschaft, sondern es reicht dort, wenn man eben vorweisen kann, dass man seit mindestens 3 Jahren einen gemeinsamen Haushalt teilt. Und es gibt eben auch eine Hinterbliebenenrente für die Kinder. Die geht bis zum Ausbildungsende. Ich weiß es nicht ganz, das sind, glaube ich, 25 oder 27 Jahre. Da wurde irgendeine Grenze verändert. Oder eben auch eine Waisenrente bis zum 18. Lebensjahr. Das klingt jetzt makaber. Die Art der Leistung hängt halt davon ab, wann genau man verstirbt. Also sprich, ob man schon die Rente bekommen hat oder noch nicht. Davon hängt die Leistung ab. Wichtig für den Hinterkopf vielleicht einfach nur, wenn Sie selbst nicht mehr in den Genuss kommen, ist Ihr Geld nicht futsch, sondern es kann eben an Ihre Hinterbliebenen weitergegeben werden. Da muss ich vielleicht nur noch mal einen Hinweis geben. Das liegt jetzt nicht an uns, an der Pensionskasse Rundfunk, sondern das ist einfach ein Faktum im Bereich der betrieblichen Altersvorsorgung. Der Kreis der Begünstigten ist festgelegt. Also Sie können jetzt beispielsweise nicht Ihre Nachbarin oder den Tierschutzverein begünstigen, sondern es bezieht sich auf diesen hier genannten Kreis, sprich Lebenspartner, Ehepartner, Lebensgefährtin, Kinder. Dann würde ich jetzt gern Ihnen das, was ich schon mal so grob umrissen habe, noch mal ein bisschen konkreter darlegen und vor allen Dingen die aus unserer Sicht ja Eckpunkte oder Kernpunkte des Versicherungsmodells aufzeigen, versehen mit den Schlagworten sicher, fair und flexibel. Flexibilität, das einfach quasi nochmal so wirklich auch zur Zusammenfassung. Ich bin vorhin schon darauf eingegangen. Sie sind in jederlei Hinsicht flexibel bei uns, sowohl was die Ansprachphase, also die Beitragszeit angeht, als auch nachher die Auszahlungszeit. Sie zahlen nur dann Beiträge, wenn Sie Geld verdienen. Die Beiträge hängen ab von Ihrem jeweiligen Einkommen. Und der prozentuale Beitrag hängt eben auch wiederum ab von Ihrem Beschäftigungsverhältnis, befristet, angestellt, auf Produktionsdauer beschäftigt oder frei und selbstständig. Bei der Auszahlung ist es genau das Gleiche. Sie können wählen, ob Sie Ihre Rente, also wann, sprich zwischen dem 62. und dem 70. Lebensjahr abrufen. Sie können aber auch entscheiden, wie. Darüber hatten wir auch schon gesprochen, nämlich einmalige Kapitalauszahlung oder aber lebenslange Rente. Und ich hatte Ihnen gerade schon gesagt, das System atmet. Ich bin jetzt noch mal wieder bei den Einzahlungen. Sie können Ihre Beiträge auch nach oben oder nach unten variieren. Wenn es gut läuft, wie vorhin geschildert, haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Zahlungen unabhängig von Ihrem Honorar zu tätigen. In diesem Fall ist es tatsächlich auch so, dass Sie diese Beiträge direkt per Überweisung an uns anweisen. Ansonsten ist es so, dass die Beitragsabführung immer über Ihren Arbeitgeber, Ihre Arbeitgeberin oder Ihren Auftraggeber oder Ihre Auftraggeberin erfolgen. Damit Sie da auch sicher gehen können, dass alles störungsfrei funktioniert und keiner irgendwelche Beiträge woanders hin zahlt, wie auch immer, dass da Fehler passieren. Sie bekommen einmal im Jahr von uns eine Standsmitteilung und da sehen Sie genau, wie viele Beiträge habe ich angespart, wie viele kommen von mir, wie viele kommen von meinem Arbeitgeber und wie sieht denn meine zukünftige Rente auch dann aus. Das wird quasi von Jahr zu Jahr dann neu ausgewiesen. Aber zurück zu den Beiträgen, da ist es eben so, wenn Sie vielleicht auch mal ein weniger gutes Jahr haben oder ganz andere Dinge machen, nämlich für die Werbung oder in anderen Bereichen, also außer Film und Fernsehen unterwegs sind, dann haben Sie die Wahl, entweder unseren Mindestbeitrag, unseren jährlichen von 490 Euro zu zahlen. Da läuft dann einfach alles weiter. In dem Fall ist es auch so, dass Sie das Geld überweisen. Oder wenn auch das schwierig ist, diesen Mindestbeitrag zu zahlen, dann können Sie wechseln in die passive Mitgliedschaft. Im Unterschied zur aktiven, sagt der Name schon, es wird Ihre Mitgliedschaft wird beitragsfrei gestellt. Sie zahlen keine Beiträge mehr. Und Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, wieder zurück in die aktive zu wechseln. Das ist kein großer
kein großer bürokratischer Akt. Sie rufen einfach an, schreiben eine Mail oder laden sich das Formular auf der Website runter und können dann wieder wechseln. Also da einfach merken, nach oben, nach unten, mehr Beiträge, weniger oder gar keine ist möglich. Ansonsten läuft dieser Mindestbeitrag von 490 Euro durch. Wenn man beispielsweise in einem Jahr nur 250 Euro Beiträge generiert hat, dann kann man eben auch einfach nur diese Differenz einzahlen. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man feststellt, dieses Modell ist doch nicht so interessant für mich oder macht keinen Sinn oder ich wandere aus und gehe als Yoga-Lehrerin nach Bali, dann haben Sie auch die Möglichkeit, in den ersten 3 Jahren Ihre Mitgliedschaft wieder zu kündigen. Dann bekommen Sie die Beiträge, die Sie eingezahlt haben, auch zurückgezahlt. Die Beiträge, die Ihre AuftraggeberInnen eingezahlt haben, bleiben in der versicherten Gemeinschaft, die werden nicht ausgeschüttet. Wenn Sie nach diesen 3 Jahren feststellen, dass Sie was anderes machen beruflich oder dass es eben, weil Sie weniger für den öffentlich-rechtlichen oder die angeschlossenen Produktionsunternehmen arbeiten, dann ist es eben so, dass die Beiträge auf Ihrem versicherten Konto bleiben und dass die auch weiterhin bezuschusst werden, also die werden nicht angetastet. Sie können die dann aber tatsächlich erst ab dem 62. Lebensjahr abrufen. Dann, ich denke, ist auch gerade, also ich bin jetzt beim Thema, die PKR ist fair, da fragen sich ja, das können ja alle sagen. Wir betrachten uns halt vor allen Dingen deswegen als ein gutes und sehr zeitgemäßes Modell, weil Sie nicht nur alleine fürs Alter vorsorgen müssen, sondern den Zuschuss von Ihrem Arbeitgeber haben. Wie gesagt, alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und über 400 Produzenten, die an diesem System angeschlossen sind, sprich für öffentlich-rechtlich produzieren. Die geben Ihnen einfach das Gleiche nochmal dazu an Beiträgen. Dann profitieren Sie von Steuervorteilen dahingehend, dass Sie bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze von kurz über 6.000 Euro die Zuschüsse von Ihrem Arbeitgeber in der Ansparphase nicht versteuern müssen. Irgendwann, muss man leider sagen, hält dann der Fiskus doch auch die Hand auf. Aber das in der Regel dann eben erst, wenn Sie angespartes Vermögen, wenn Sie sich das auszahlen lassen. Und dann ist eben der Steuersatz niedriger als in der Phase der Erwerbstätigkeit. Und das sehen wir jetzt eben als Vorteil, weil Sie dann in Ihrer Erwerbsphase einfach noch höheres Netto haben. Nachher ist der Steuersatz niedriger und dann tut die Versteuerung, auch wenn sie grundsätzlich wehtut, aber vielleicht nicht mehr ganz so weh. Details dazu zum Thema Steuer- und Sozialversicherung finden Sie auf jeden Fall auch nochmal in unserer Broschüre speziell zu diesem Thema. Die würde jetzt, glaube ich, die Präsentation ein bisschen sprengen, also weil ich Ihnen heute ja tatsächlich gern vor allen Dingen das Modell in seinen groben Zügen vorstellen möchte. Aber auf der für Sie eingerichteten Website bei uns finden Sie die Broschüre und da dann auch nochmal Informationen dazu. Was, denke ich, auch ganz wichtig ist, wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, dass wir keinen Vertrieb unterhalten dürfen. Wir sind zudem auch eine regulierte Pensionskasse. Das müssen Sie sich nicht merken, sondern wie gesagt, einfach nur das Fazit. Wir haben keinen Vertrieb. Das Gute daran ist, wir haben auch keine Kosten, die für Vertrieb entstehen. Sprich, Provisionen, Abschlusskosten, Verwaltungskosten, all das gibt es bei uns nicht. Die Gelder, die Sie und Ihr Auftraggeber ansparen, landen wirklich auch 1:1 auf Ihrem versicherten Konto. Vielleicht da einfach auch nur mal so ein konkretes Beispiel, damit man sich eine Vorstellung davon macht, was das eigentlich bedeutet. Wenn Sie bei uns Mitglied sind, Beiträge zahlen, zusammen mit Ihrem Arbeitgeber oder der Auftraggeberin, dann werden ca. 95% der Gelder auch verzinst. Wenn man eine herkömmliche private Rentenversicherung macht, sind es ca. 85%, weil im Schnitt ca. 15% tatsächlich für diese genannten Punkte Provisionen, Abschlusskosten, Verwaltungskosten draufgehen. Auch wir haben natürlich Verwaltungskosten, also ich habe ein Büro und einen Rechner und ich kriege auch ein Gehalt. Und das heißt, das sind dann ca. diese 5%. Aber das sind im Schnitt, wenn man die Versicherungswirtschaft vergleicht, sehr niedrige Kosten. Und gerade in Zeiten von Niedrigzinsen würde ich Ihnen immer ans Herz legen, egal ob Sie sich für uns entscheiden oder vielleicht auch an anderer Stelle nach Versicherungen Ausschau halten, schauen Sie auf die Rechtsform, schauen Sie auf die Kosten.
Dann, wie geschildert, als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit haben wir Mitglieder und wir sind auch nur denen verpflichtet. Es gibt keine Aktionäre und von daher eben auch niemanden, der auf Dividenden schielt, weil alle Überschüsse, die wir erwirtschaften, bleiben im Kreis der Mitglieder, sei es, dass diese Überschüsse, die erwirtschaftet werden, in Risikorücklagen gehen oder aber eben als Überschüsse an unsere Mitglieder ausgeschüttet werden. Und Anna weiß das, weil sie ist eben ja auch, ich glaube, das darf ich sagen, bei uns Mitglied, mal ursprünglich in der MV, in der Mitgliedervertretung, jetzt im Aufsichtsrat. Die Mitgliedervertretung ist bei uns das höchste Organ und das ist eben besetzt von gewählten Mitgliedern, sowohl aus dem Kreis der freien Filmschaffenden, aber eben auch seitens der Arbeitgeber. Und die schauen uns auf die Finger und haben eben auch die Möglichkeit bei Anpassungen von Satzungen und so weiter, bei der Verwertung von Überschüssen mitzubestimmen. Das Thema Sicherheit ist natürlich, sollte bei der Altersversorgung auch ganz weit oben stehen. Das tut es bei uns auch. Ich hatte Ihnen vorhin geschildert, dass die Gelder, die Sie bei uns ansparen, auch von Ihrer Seite tatsächlich erst ab dem 62. Lebensjahr zugriffsfähig sind. Das heißt, Sie können die jetzt selber nicht mit dem 40. Lebensjahr abrufen und vielleicht die Midlife-Krise überbrücken. Da sagt der Gesetzgeber halt, das funktioniert nicht. Wir fördern dieses Modell steuerlich. Von daher wollen wir auch sicher gehen, dass das Geld fürs Alter eingesetzt wird und nicht für die Weltreise oder die Yacht, auf die man vielleicht mit 50 Lust hat. Genauso ist es aber eben auch von anderer Seite. Das heißt, es kann auch niemand anders auf Ihre Anwartschaften zugreifen. Auch da, ich hoffe, dass keiner von Ihnen in die Situation kommt, aber das Geld, was Sie angespart haben, ist Hartz IV insolvenz- und pfändungssicher. Also da kommt tatsächlich dann auch niemand außer Ihnen ab dem Rentenalter ran. Und ich denke, was tatsächlich auch ganz wichtig ist, das hatte ich gerade geschildert, wir haben einen sehr guten Risikopuffer. Die Überschüsse, die wir erwirtschaften, gehen eben nicht nur an die Mitglieder, sondern werden auch in Risikorücklagen eingespeist. Das ist, denke ich, also ich gucke mal ganz kurz auf die Zeit. Ja, kurzer Exkurs, weil eine typische Frage, die ganz oft kommt, ich kann auch gleich mal in den Chat schauen, weil vielleicht macht ihr genau das auch schon, war das auch schon eine Frage, nämlich, bin ich nicht eigentlich teurer, wenn ich Mitglied in der Pensionskasse Rundfunk bin, bin ich dann nicht eigentlich teurer für meinen Arbeitgeber? Also ist es nicht eigentlich gefährlich, wenn ich da Mitglied werde, weil ich mir eine schlechtere Situation gegenüber der Konkurrenz verschaffe? Und da können wir eindeutig sagen, dem ist nicht mehr so. Es war früher tatsächlich mal so, dass die Produktionsunternehmen die Beiträge zur Pensionskasse Rundfunk beim Sender einkalkulieren mussten, wenn ein neues Projekt startete. Und da gab es dann auch gerade bei Co-Produktionen manchmal die Unsicherheit, wer zahlt jetzt welche Beiträge werden erstattet. Also da gab es, ich sag mal, eine gewisse Unsicherheit auf allen Seiten. Die ist erkannt und zum Glück eben auch behoben worden. In Limburg, daher der Name, haben sich Vertreterinnen von ARD, ZDF, der Produzentenallianz, also sprich die Arbeitgeberseite, aber eben auch die Filmförderinstitutionen, der BFFS und Verdi zusammengesetzt und überlegt, wie man dieses System noch besser absichern kann und auf den sich ständig verändernden Produktionsmarkt auch noch besser anpassen kann. Und da ist dann eben die Pensionskasse Rundfunk, die Limburger Lösung ins Leben gerufen worden. Und hier sehen Sie, wann was greift. Also das einfach nur für Sie zum Hinterkopf. Sie werden nicht teurer, weil bei es ist so, bei Auftragsproduktionen werden den Produktionsunternehmen die Beiträge, die Sie für Ihre freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an die Pensionskasse Rundfunk abführen,
zu 100% erstattet. Das heißt, es ist wirklich ein komplett durchlaufender Posten. Und egal, ob Sie Pensionsmitglied sind oder nicht, es macht für den Produzenten keinen Unterschied, weil er die Beiträge erstattet bekommt. Und da können Sie auch sicher gehen, dass die bei Ihnen ankommen, weil wir müssen den Produzenten bestätigen, dass er die Beiträge gezahlt hat. Dann geht er mit diesem Nachweis quasi zur Rundfunkanstalt und bekommt die Beiträge zurück. Bei geförderten Koproduktionen oder generell eben bei Koproduktionen auch ohne Filmförderung ist es so, dass sich der öffentlich-rechtliche Sender, der ja in der Regel dabei ist oder eben beauftragt, und das Produktionsunternehmen die Beiträge an die Pensionskasse je nach Finanzierungsanteil aufteilen. Angenommen, der Sender gibt 70% des Finanzierungsbudgets rein, der Produzent 30, dann werden auch die Beiträge zur Pensionskasse Rundfunk genauso aufgesplittet, nämlich 70-30. Auch da müssen Sie sich jetzt nicht merken. Sie finden die Limburger Lösung bei uns auf der Website und ja eben auch im Rahmen der Präsentation. Und ansonsten ist es so, bei Kino-Koproduktionen, werden bislang die Beiträge tatsächlich leider nur freiwillig abgeführt. Also da besteht keine Pflicht, wenn der Arbeitgeber bei uns Mitglied ist. Aber da lohnt es sich auch immer nachzufragen, weil wir wissen von unseren Mitgliedern, dass es da durchaus auch einige gibt, die auch bei Koproduktionen zahlen. Und vielleicht auch für Sie nochmal ganz wichtig zu merken, sollte Ihr Auftraggeber bei uns noch nicht Mitglied sein, Sie sehen eine Übersicht aller Produzenten, die das bereits sind, muss das auch nicht bedeuten, dass der Auftraggeber keine Beiträge für Sie abführt, weil es gibt auch viele Produktionsunternehmen, die freiwillig diese Beiträge zahlen, ohne dass sie offiziell bei uns Mitglied sind. Und auch da ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Beiträge erstattet, auch wenn das Produktionsunternehmen kein Mitglied ist. Also müssen Sie sich da tatsächlich keine Sorgen machen, wenn Sie bei Ihrem Auftraggeber nachfragen, ob der die Beiträge zahlt oder ob er vielleicht Mitglied werden will oder ob auch Sie unabhängig davon zahlen möchte. Es bedeuten für ihn in der Regel keine Kosten, wenn nur sehr geringe, und auch der bürokratische Aufwand ist sehr, sehr, sehr gering, weil die Auftraggeber tatsächlich über ein Online-Portal bei uns auf der Website die Beiträge schnell und unbürokratisch abführen können. Vielleicht jetzt noch auch ein wichtiger Punkt, falls Sie denken, könnte interessant sein, diese PKR-Mitgliedschaft. Ich verweise natürlich immer gerne an die Kollegen in der Mitgliederbetreuung, wenn Sie sich nochmal ausführlicher beraten lassen wollen, wenn Sie sich individuelle Renten und Rechenbeispiele erstellen lassen möchten. Bevor irgendwas passiert, müssen Sie tatsächlich Mitglied werden. Es ist nicht, wie man das von Firmenpensionskassen kennt, dass man mit dem Eintritt ins Unternehmen auch Mitglied wird, sondern hier ist es so, dass Sie den Antrag bei uns auf der Website ausfüllen müssten, einfach online an uns schicken, und das war es dann tatsächlich schon. Also das ist auch tatsächlich relativ einfach, das ist eine Seite schnell gemacht, aber auch da besteht natürlich die Möglichkeit, sollten Ihrerseits Fragen dazu sein, rufen Sie meine Kollegen oder mich gerne an. Und eine Frage, die natürlich in diesem Zusammenhang auch ganz oft kommt, was kostet mich das, was bringt es denn eigentlich? Anders als Brigitte habe ich Ihnen jetzt kein ganz konkretes Zahlenbeispiel mitgebracht, weil die Beiträge als auch das, was am Ende dabei rauskommt, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wann treten Sie in die Pensionskasse ein? Wie alt sind Sie? Wie lange zahlen Sie? Sie ein? Wie viele Beiträge generieren Sie im Jahr? Haben Sie 12 Projekte im Jahr oder nur 3? Und wann möchten Sie in die Rente gehen? Sind Sie verheiratet? Von daher würde ich Ihnen gerne diesen PKR-Rentenrechner ans Herz legen. Den finden Sie bei uns auf der Website. Da können Sie Ihre individuellen Daten eingeben und dann spuckt er Ihnen am Ende eben aus, was das an monatlichen Beiträgen bedeuten könnte und was es dann am Ende, was da für eine Rente oder für eine Kapitalauszahlung entsteht. Ja, und damit wäre ich von meiner Seite auch schon am Ende. Hier sehen Sie einfach nochmal die Nummer, die ich Ihnen gerade auch schon ans Herz gelegt habe. Keine Hotline, das sind fünf kompetente Kollegen und Kolleginnen in der Mitgliederbetreuung, die Sie gerne individuell beraten
Und ja, ansonsten finden Sie eben auf unserer Website Informationen, Antrag, ich hoffe alles, was Sie brauchen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Iris, für den Vortrag. Ja. Wenn ich das einmal kurz zusammenfassen kann, das heißt also, ich habe die Möglichkeit, als Freie Zuschüsse zu meiner Altersvorsorge zu bekommen, die sonst eigentlich ja nur Festangestellten zustehen würden, also wenn man jetzt irgendwie festangestellt ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie du gesagt hast, die Produktionsfirmen müssen jetzt nicht zwingend Mitglied sein. Es kann auch sein, dass ich Beiträge bekomme, wenn die freiwillig zahlen. Wie verhält sich das denn, wenn ich zum Beispiel aber vorwiegend privat drehe, also für private Sender, RTL, ProSieben zum Beispiel? Ja, wichtiger, allerdings leider auch unerfreulicher Aspekt in gewisser Weise. Wie du schon ganz richtig sagst, die Pensionskasse Rundfunk, und da steckt ja auch schon so ein bisschen im Namen, ist ursprünglich gegründet worden für die freien Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, weil man eben gesehen hat, die Festangestellten sind im Bereich der Altersversorgung super aufgestellt. Wie wir alle wissen, haben die Rundfunkanstalten schon seit jeher auch mit vielen freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gearbeitet. Die wollte man besser stellen. Das war quasi der Grund der Gründung. Dann hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer weniger selbst produziert und mehr Produktionen rausgegeben, sodass man den Kreis auch auf die Produktionsunternehmen erweitert hat als Mitglieder, die für oder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk produzieren. Also wie vorhin schon geschildert, entweder können das natürlich hundertprozentige Auftragsproduktionen sein, das greift aber eben auch bei Co-Produktionen. Kino und auch Privatsender, also Kinoproduktionen und Produktionen für private Sender, so muss ich es sagen, sind leider immer noch außen vor. Also das heißt, wenn ich jetzt für ProSieben Sat.1 drehe, greift leider keine Beitragspflicht und wird keine ausgelöst. Wenn ich für oder mit öffentlich-rechtlich drehe, dann greift wieder das Modell. Also das ist leider also nur für diesen einen Teil der Produktion bislang existent. Also genau. Wir arbeiten dran, aber ob und wie das aufgeht, wird man sehen. Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, viele können ja eigentlich gar nicht einschätzen, wo werde ich denn jetzt das nächste Mal meine Aufträge haben? Ist das tatsächlich öffentlich-rechtlich oder nicht? Und ich glaube, der Vorteil ist tatsächlich auch, wie du sagtest, man kann ja in diese passive Mitgliedschaft wechseln. Das heißt, man muss nicht jedes Jahr zwingend einen Beitrag zahlen, wenn eben nichts reinkommt. Und an der Stelle finde ich das, glaube ich, noch ganz wichtig, weil diese 490 €, die du sagtest, das schreckt natürlich auch viele Freie ab. Aber das kann man freiwillig einzahlen, muss man aber nicht. Richtig, ganz genau so ist es. Also tatsächlich, wenn jetzt eine Weile gar keine Beiträge eingehen, dann schreiben wir frühestens nach circa 2 Jahren einen Brief an das Mitglied und fragen nach. Also erwarten Sie für dieses Jahr noch Beiträge? Möchten Sie den Mindestbeitrag von 490 € einzahlen? Mindestbeitrag vielleicht auch zur Erklärung. Das ist keine Verwaltungs- oder Bearbeitungsgebühr, sondern das ist ein Beitrag, der auf Ihr Konto fließt. Also der erhöht die Rente. Und es liegt einfach so ein bisschen auch da wieder in unserer Rechtsform. Wir sind ein Versicherungsverein und da braucht man aktive Mitglieder. Es hat also auch was mit dem Wahlrecht zu tun. Also es hängt ganz viel dran. Aber auch das für den Hinterkopf, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, wenn auch 490 € für Sie in einem Jahr zu viel sein sollten, was nachvollziehbar ist bei einer schlechten Auftragslage oder sonst irgendwas, dann wechselt man in die passive Mitgliedschaft und zahlt keine weiteren Beiträge. Und in der kann man auch Jahre verharren und die kann ich aber auch monatlich wechseln. Also volle Flexibilität, weil das Modell ist wirklich explizit auf die Bedürfnisse von Freien und da gibt es eben solche und solche Phasen ausgerichtet. Danke. Ich würde jetzt mal kurz in diese Fragerunde reingehen. Gleich die erste Frage. Macht es Sinn für mich als Selbstständige in der Pensionskasse Rundfunk zu sein, wenn ich weder von Rundfunkanstalten noch von Produzenten, die in der Pensionskasse sind, beschäftigt werde? Ich würde eher sagen, dann macht es tatsächlich, also erstmal, wir freuen uns über jedes Mitglied und ich würde auch niemanden ausschließen oder verprellen wollen.
Aber ich mache ja auch eine Altersvorsorge, eine betriebliche Altersvorsorge, weil ich auf eine gewisse Rendite hoffe. Und da würde ich schon denken, die Hauptrendite bei der Pensionskasse Rundfunk ist natürlich der Arbeitgeberzuschuss. Also das ist das große Plus, das ist der große Vorteil bei diesem Modell. Wenn ich allerdings für diesen Bereich gar nicht arbeite, dann macht es aus meiner Sicht bedingt viel Sinn. Dann würde ich eher sagen, wenn man im Bereich der Altersversorgung was machen will, dann würde ich ihn an Brigitte Schröder verweisen, die mit der Person vielleicht gemeinsam auf die private Säule schaut, weil dort gibt es natürlich auch dann gute Möglichkeiten. Bei uns ist es wirklich als Gemeinschaftsmodell aus eigenen und Arbeitgeber- oder Arbeitgeberinnenbeiträgen angelegt. Ja. Also man kann dann Zeiten, wenn keine Arbeitgeber- oder Arbeitgeberinnenbeiträge fließen, überbrücken. Das ist nicht die Frage. Das ist, kommt ja sicherlich auch vor. Aber es rein darauf anzulegen oder daraus aufzulegen, macht dann eher weniger Sinn. Welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um überhaupt, also nehmen wir wieder das klassische Beispiel, fertig mit der Schauspielschule, Ausbildung zum Tonmann oder was auch immer. Wann kann ich rein? Also es gibt eigentlich, bis auf die Altersgrenze, man muss mindestens 18 Jahre sein, gibt es gar keine Voraussetzungen. Wir hatten das Stichwort Mythen, Missverständnisse. Es gab, ich glaube, Honorargrenzen, die eine Weile mal eingehalten werden mussten. Oder es gab ein Mindesthonorar, so muss ich es formulieren, das verdient werden sollte. Es gab eine Mindesttätigkeit für öffentlich-rechtlich und so weiter. Alles abgeschafft. Jetzt fragen wir wirklich nur, sind Sie 18? Das können die meisten von Ihnen wahrscheinlich erfüllen. Und arbeiten Sie immer mal wieder für oder mit öffentlich-rechtlich? Was keine Voraussetzung ist, das fragen, klopfen wir ab, weil es dann eben Sinn macht. Aber ansonsten gibt es keine Voraussetzung. Super. Ich sehe hier gerade einen Kommentar, man kann sein Geld nirgendwo besser anlegen als bei der Pensionskasse Rundfunk. Da kann ich nur zustimmen. Das ist tatsächlich so, weil, ja, allein dieser Arbeitgeberzuschuss und wie du ja auch sagtest, die Überschüsse, die ja verteilt werden an die Mitglieder, bekommt man ja so nirgendwo, also noch nicht mal bei der Bank, wenn man das anlegen würde. Super. Mhm. Wie lange rückwirkend, wird gefragt, kann man denn Honorare von Sendern geltend machen und den entsprechenden Beitrag bezahlen? Also wir sind da ziemlich flexibel, aber nicht alle Rundfunkanstalten und alle Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen haben Lust, diesen Aufwand dann in Kauf zu nehmen. Was gut funktioniert, würde ich sagen, sind 3 Monate rückwirkend. Dann allerdings nicht über eine Jahresgrenze hinweg. Das ist so im Bereich des Gutmöglichen. Was wir leider tatsächlich auch oft hören ist, ach, ich hatte vor 3 Jahren mal eine Sendung fürs ZDF. Geht leider nicht. Also 3 Monate da, das war's dann. Mhm. Die nächste Frage ist, glaube ich, beantwortet worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, nützt mir die Pensionskasse nichts, wenn ich nicht für öffentlich-rechtliche TV-Sender oder deren Produktionsfirmen arbeite. Leider ja, das muss man so sagen, ja. Was ist, wenn man seinen Lebensunterhalt zeitweise durch Filmförderung bestreitet, zum Beispiel als Drehbuchautor, beziehungsweise über den Verkauf der eigenen Kunst, Lizenzierung von Filmen etc.? Also es ist so, dass, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber wenn das dann wiederum Projekte sind, die am Ende für öffentlich-rechtlich sind, dann würde ich sagen, ist es eben kein Problem, wenn da Filmförderung beteiligt ist. Ich meines Wissens, oder wir wissen, dass auch für Filmförderer natürlich gearbeitet wird. Die beteiligen sich schon auch an diesem Modell. Klingt mir jetzt ein bisschen nach Sonderfall. Also da würde ich sagen, rufen Sie mich gerne an oder die Mitgliederbetreuung. Da müsste ich jetzt wirklich genauer drauf schauen, was ist es. Ich weiß auch nicht ganz genau, was so gemeint ist, wenn ich meine Kunst verkaufe, an wen. Also das ist jetzt so ein bisschen vage, sorry. Da würde ich bitten, kontaktieren Sie mich super gerne nochmal per Mail. Dann gehe ich darauf gerne ausführlicher ein. Dann ist hier ein großes Thema nochmal die Steuergeschichte. Also was ist jetzt nochmal der genaue Steuervorteil, wird gefragt. Also es ist so, wenn ich wenn ich noch arbeite, sprich in der Ansparphase bin, im Blick auf die Pensionskasse Rundfunk, dann kriege ich den Zuschuss von meinem Auftraggeber steuerfrei. Ich muss den nicht in meiner Steuererklärung angeben. Und das heißt, darauf auch keine Steuern zahlen.
bis zu einer Grenze von 6.200 noch was Euro. Und das heißt, aber wie vorhin geschildert, ich habe einfach, also mein Netto reduziert sich nicht, weil ich muss, oder also das Geld, mit was ich gerade zur Verfügung habe, wird nicht durch eine Steuerlast oder so, die entsteht durch diesen Zuschuss vom Auftraggeber, geschmälert. Wenn man aber, wenn man dann nachher in die Rente geht, zwischen dem 62. und dem 70. Lebensjahr, dann muss man schon auch leider Steuern zahlen. Der Steuersatz ist aber im Alter eben niedriger. Der hängt vom Alter ab, wann man in die Rente geht. Das ist in unserer Steuerbroschüre auch wirklich gut erläutert. Und da der dann, also wie gesagt, es ist ärgerlich, dass man Steuern zahlen muss, aber der Steuersatz im Alter ist niedriger als jetzt im erwerbsfähigen Alter. Und das bezeichnen wir als Steuervorteil. Ich glaube, der Vorteil ist eben auch, dass ich ja die Möglichkeit habe, nicht nur eine Rente zu beziehen, sondern ja auch die Kapitaloption zu ziehen und zu sagen, das, was ich angespart habe, lasse ich mir jetzt auszahlen. Richtig, das gibt es auf jeden Fall auch. Allerdings muss ich auch da sagen, nochmal, also weil die Frage zum Steuerthema oder auf das Steuerthema abzielte, sowohl die Rente als auch die Kapitalauszahlung, es wird beides besteuert. Also wie gesagt, leider hält der Staat irgendwann die Hand auf, sei es in der Einsparphase oder in der Auszahlungsphase, also sprich vorgelagerte oder nachgelagerte Besteuerung. Und grundsätzlich ist eben die nachgelagerte Besteuerung oft steuerlich betrachtet etwas günstiger, weil der Satz dann niedriger ist. Also auch bei der Kapitalauszahlung käme zumindest, müsste man Steuern zahlen. Das ist tatsächlich leider so. Mhm. Aber wie gesagt, zu dem Thema gibt es eine ganz ausführliche Broschüre. Schauen Sie da super gerne nochmal rein oder wenn was offen bleibt, auch gerne dazu nochmal fragen. Jetzt noch eine Frage mit den Streaming-Diensten, die es ja zumindest bei der Gründung der Pensionskasse Rundfunk ja noch nicht gab. Wie sieht es da mit Koproduktionen aus? Beispiel Babylon Berlin. Ja, gutes Thema, heikles Thema, muss man in gewisser Weise sagen. Ich hoffe, jetzt entschärft. Also du hast es gerade ja schon gut gesagt, Anna. Als die Pensionskasse gegründet wurde, gab es Auftragsproduktion. Fertig. Und jetzt ist es ein Stück weit so, dass man die Regularien dem sich sehr rasch wandelnden Produktionsmarkt wirklich immer anpassen muss. Das ist uns jetzt halbwegs gelungen mit den Koproduktionen, mit geförderten Koproduktionen. Streaming ist tatsächlich gerade immer noch ein etwas schwieriger Punkt. Also ich weiß, dass bei der letzten Babylon-Serie noch keine Beiträge geflossen sind, was bei der nächsten anders sein wird. Also das ist zumindest das, was wir jetzt von X-Filme auch bekommen haben als Information, weil das ist insofern vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert. Die Beiträge müssen immer vom Produzenten abgeführt werden. Also es kann nur der Ihr Arbeitgeber, mit dem Sie einen Arbeitsvertrag haben, der kann diese Beiträge abführen. Bei Babylon Berlin war es so, dass die DGETO gesagt hat, wir zahlen unseren Anteil, also wir würden die Beiträge, die Arbeitgeberbeiträge leisten, weil bei Koproduktion, hatte ich vorhin erläutert, da teilen sich die, der Produzent und der öffentlich-rechtliche Sender, die teilen sich die Beiträge eben je nach Finanzierungsanteil. Die DGETO hätte ihren Anteil übernommen. X-Filme ist kein Mitglied, muss also auch nicht zwangsläufig Beiträge zahlen und hat sich geweigert, diese zu zahlen. Und von daher konnte niemand rein technisch die Beiträge abführen, weil es hätte einfach X-Filme machen müssen. Und tatsächlich ist es dann so, ich glaube, es war noch Sky und ein Verleiher mit an Bord, für die würden die Beiträge quasi nicht berechnet. Das heißt, man guckt sich einfach an, wie groß ist der Anteil, den die DGETO, sprich die ARD, reingibt, wie groß ist der Anteil, den X-Filme reingibt, und dann werden die Beiträge entsprechend beim nächsten Mal hoffentlich abgeführt. Aber Sie sehen, bei Streaming, es ist und bleibt noch ein bisschen kompliziert, weil das System ursprünglich nicht darauf angelegt war, und jetzt versuchen wir dann eben immer wieder über neue und flexible Lösungen, ihnen in sämtlichen Produktionsformen auch Beiträge zu ermöglichen. Und das funktioniert dann eben mal besser, mal schlechter, mal vollumfänglich oder auch leicht reduziert. Aber wie gesagt, Streaming, bei der nächsten Babylon-Staffel sollte es funktionieren. Hier ist gleich noch eine Frage dazu, und zwar, aber X-Filme hätte die Beiträge doch von der DGETO zurückbekommen. Nee, bei Koproduktionen ist es nicht so. Also bei Auftragsproduktion, richtig,
Da ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der NDR produziert einen Tatort und sagt so, lieber Produzent, du hast ein Budget von 1,2 Millionen, hier ist die Kohle und alle Rechte bleiben bei uns. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass der Produzent alle Beiträge zu 100% erstattet bekommt. Dann gibt es auch noch teilfinanzierte oder dann gibt es Auftragsproduktionen, wo der Produzent eigene Rechte erhält, also sprich der Sender nicht alles, komplettes Budget übernimmt, aber den größten Teil selbst dann, also bei teilfinanzierten Auftragsproduktionen, so nennt man es, auch dann erstattet der Sender 100% der Beiträge, obwohl der Produzent noch eigene Rechte zurückhält. Allerdings bei Co-Produktion ist es eben so, auch da, das ist jetzt kein total realistisches Beispiel, das macht es anschaulich, mal angenommen NDR und Produzent X geben beide 50% des Budgets, dann teilen die sich auch die Beiträge 50-50. Das heißt, an der Stelle wird dann nicht der volle Beitrag dem Produzenten erstattet, er zahlt aber eben auch nur 50% und behält eigene Verwertungsrechte und kann dadurch natürlich dann auch nochmal wieder, also hat andere Gewinnmargen und von daher ist da die Hoffnung, dass die sich dann zum Teil natürlich auch wieder refinanzieren. Ich glaube, bevor das vielleicht ein bisschen zu kompliziert klingt, in der Regel ist es total einfach, weil man eigentlich nichts machen muss. Man bekommt das automatisch auf sein Pensionskassenkonto einbezahlt vom Arbeitgeber. Der eigene Anteil wird auch automatisch abgezogen, außer man stellt eine Rechnung, dann ist das natürlich was anderes, dann überweist man es selbst. Ansonsten passiert das alles voll automatisch. Sollte mal kein Geld fließen, man aber der Meinung ist, da hätte was fließen sollen, kann man sich bei der Pensionskasse Rundfunk melden, anrufen, fragen, warum ist das in dem Fall nicht passiert und dann wird man aufgeklärt. Richtig, weil wie du genau also sagst, ich will es gar nicht unnötig kompliziert machen. Diese Fragen kommen in der Regel, die finden im Hintergrund statt beim Arbeitgeber, aber sie kriegen einfach ihren Beitrag auf ihr Mitgliedskonto überwiesen. Genau. Super. Ich hätte jetzt hier noch eine unbeantwortete Frage. Und zwar, wie verhält es sich mit sogenannten Prognosestellen? 5, 10 Tage bei öffentlich-rechtlichen Sendern, würde sich da eine passive Mitgliedschaft anbieten, die man immer wieder auf aktiv schaltet, wenn man einen Einsatz hat? Das ist die Frage, dass ich habe schon, ja, das ist bei den Sendern ja so ein Thema. Also, da hätte ich jetzt das Bedürfnis, eigentlich noch weitere Fragen zu stellen, um die Frage gut zu beantworten. Aber ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall nach einer doch mehr oder weniger regelmäßigen Betätigung für öffentlich-rechtlich. Und dann würde ich sagen, macht auf jeden Fall eine Mitgliedschaft Sinn. Und dann, klar, ist es möglich, die auch da zu switchen zwischen aktiv und passiv. Es kann aber ja auch gut sein, dass selbst wenn es wenige Arbeitstage sind, dass der Mindestbeitrag von 490 Euro an Beiträgen schon komplett generiert wird, dann muss man gar nicht switchen. Es geht ja eher darum, wenn Beiträge fließen, dann ist ja alles gut. Da muss man sich gar keine Gedanken machen und zwischen aktiv und passiv wechseln. Es geht ja eher darum, wenn gar keine Beiträge fließen und ich will auch keinen Mindestbeitrag oder sonst irgendwas zahlen, dann stelle ich auf passiv. Also von daher klingt es so, als könnte man es ja doch einfach durchlaufen lassen. Aber auch da weiß ich jetzt nicht, ob ich die Frage zufriedenstellend beantworte. Schreiben Sie mir gern, weil dann kann ich darauf nochmal individueller eingehen. Vielen Dank. Ja, ich hätte jetzt zumindest in dem Chat keine Fragen mehr. Frau Albers, sehen Sie noch irgendwas, was ich nicht sehe? Nee, im Moment auch nicht. Nee. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank sagen. Herzlichen Dank an unsere Referentinnen, an Iris Gebing von der Pensionskasse Rundfunk, an Brigitte Schröder. Ich glaube, alle Unterlagen, jeder weiß jetzt Bescheid, wo man sich informieren kann, wo man sich hinwenden kann, wenn noch Fragen offen sind, wo man sich beraten lassen kann. Dann bleibt es mir eigentlich nur noch, Ihnen und euch allen einen schönen Abend zu wünschen und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Masterclass wiedersehen. Dankeschön, Anna Evelina. Vielen Dank. Die Masterclass findet sich in ungefähr 1 oder 2 Tagen auf dem YouTube-Kanal der DAF und auf der Homepage der DAF sind auch nochmal die Präsentationen und die Links zu finden. Da kann man sich informieren. Ich danke auch herzlich. Es war eine sehr informative und spannende Runde. Und ich möchte nochmal sagen, die 490 Euro im Jahr, die sind echt nicht viel. Die kann man
monatlich zur Seite legen und dann hat man das am Ende des Jahres beisammen und das ist wirklich eine gute Sache. Vielen Dank dafür. Ja, danke an die Panelisten, danke an Anna Evelina, danke an die Helfer im Hintergrund bei der DAF, danke an unsere Förderer, das Medienboard Berlin-Brandenburg und die Pensionskasse Rundfunk. Ja, folgt uns auf Instagram, liked uns auf Facebook, bleibt uns treu. Wir stehen ganz im Zeichen im Monat November der Tage der Akademie. Diese finden vom 18. bis 21.11. statt. Der Höhepunkt wird dann die Verleihung der Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen sein. Die Wahlen sind abgeschlossen. Wir sind alle sehr gespannt und arbeiten auf Hochtouren. Auch da gibt es spannende Veranstaltungen, zum Beispiel zum Vertragsrecht bei Film- und Fernsehproduktion. Großes Thema ist bei uns die Nachhaltigkeit und wir machen auch ein Urheberrechts-Update. Einladung folgt, Registrierung ist dann möglich. Wir freuen uns sehr. Und ja, mir bleibt nur allen einen schönen Abend zu wünschen. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Dankeschön im Namen der DAF. Tschüss. 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 Danke.